Hallo, willkommen zu einem neuen TOH-Replay. Und zwar hat mir Blackboard eins geschickt, hat mir diesen Text dazu geschrieben. Ich mache es einfach mal kurz zusammengefasst, aber wenn man auch lesen möchte, ist ja public. Und er hat halt um mein Feedback gebeten bezüglich, wie man gegen Panzerelite spielt im 1 gegen 1 mit Amerika. Das Replay hat entsprechend auch einen Namen, ist nicht ganz begeistert vom PE-Spieler im 1 gegen 1. Ich habe das damals genauso empfunden und die beiden Fragen, die er im Grunde gestellt, die habe ich halt genauso mir gestellt, immer wieder. Auch eher für 2 gegen 2, aber auch im 1 gegen 1. Also von ich kann das zu 100% nachvollziehen. Also hat jetzt dieses Jahr angefangen, sagt er, ist dann Platz 120 mit Amerika geworden. Also ist vielleicht für alle die nochmal motivierend, die jetzt auch sagen, dass sie anfangen wollen. Man kann da immer noch was reißen. Also das ist wirklich gut machbar, denke ich. Und er zeigt das hier als Beispiel. Oder habe ich jetzt Probleme gegen den Topspieler? Und hier beschreibt er nochmal im Detail, warum. Aber im Kern geht es halt darum, wir gucken uns das hier vorne jetzt an. Im Kern geht es darum, dass Amot Kavas kommt, das ist also der erste Punkt, wo es gefährlich wird. Hier spielt jetzt Abschaum. Hätte ich früher genauso unterschrieben, aber inzwischen glaube ich, dass die PEler schon auch gerade im 1 gegen 1 gerade ein schweres Leben haben. Genau, also zwei Sachen. Das eine ist das Amot Ka, wenn das kommt, das ist so der eine Höhepunkt der Panzerelite. Und das andere, Sekunde, so, muss den ganzen Tag schreien, hab einen rauen Hals. Genau, das eine ist also der Panzer, der ist Amot Ka, wenn es kommt. Da sind die halt, also es kommt normalerweise, bevor ihr halt irgendeine Counter dazu habt, immer so ein, zwei Minuten vorher, je nachdem, wie schnell die da spielen, die Gegner. Und das andere ist, wenn ihr den M8 habt, wo ihr denkt, das könnt ihr Amon Kai jetzt stoppen, dann kommt halt das AT-HT, macht einen Kettenbrecher dran und auf Long Range euren AT-HT ausschalten. Ne? So, das sind so beide Standardprobleme und auch die Hauptprobleme. Und wenn man die überwindet, kommt man in das normale Spiel halt rein. Und wie löst man das jetzt? Also, ich habe es ihm hingeschrieben in Discord auch, aber ich habe gesagt, schick mal das Replay. Also, er hat gefragt, ob ich schicken kann, ich habe gesagt, ja. Und wir können es gerne mal hier durchgehen, was da diese Standardprobleme sind. Meiner Meinung nach müsst ihr, wenn, also im 2 gegen 2 war das vor allem beliebt, im 1 gegen 1 gilt das eigentlich genauso. Ihr müsst einfach eure Rifle zu dem Zeitpunkt, wo das Amon Kha kommt, so entstellen, dass sie nicht exponiert sind. Ja? Das klingt jetzt vielleicht sehr simpel, ist nicht ganz so einfach. Also, wenn ich weiß, dass das Amon Kha gleich kommt, dann stelle ich meine Rifle, meinetwegen zwei Stück hier hin und keine Ahnung, meinetwegen zwei da unten hin, also wo grüne Deckung ist auf jeden Fall. Und auch nie alleine, wenn es geht. Ich habe, wenn das Amon Kha kommt, keinen Rifle hier oben stehen, der versucht noch irgendwas zu beenden, zu finishen, zu kappen oder so, weil er dann da gemassakert wird und im Rückzug gemassakert wird, ja. Also das macht er niemals. Also das Amon Kha, ihr wisst ja, wann das kommt, ja. Also wenn ihr an eurem T3 baut, dann wird das erste Amon Kha schon gebaut, könnte man sagen, in dieser Reihenfolge. Kommt immer auf die Spielersituation ein bisschen an. Und da habt ihr eine Ahnung, wann das kommt. Also nicht exponieren zu dem Zeitpunkt, wo ihr diesen Push erwartet vom Gegner, einfach die Finger weglassen von exponierten Positionen. Das ist das eine, das Amon Kha. In grüner Deckung hat das Amon Kha keine Chance gegen euch. Ihr würdet euch wundern, wie katastrophal schlecht das Amon Kha zu spielen ist, wenn ihr in grüner Deckung steht. Also gerade bei Semoir zum Beispiel würde ich sagen, einfach in die Mitte stellen und warten, bis euer AT oder was immer da ist. Das hat übrigens nachher auch die Konter, wenn ihr dann eine Pack dahin baut. Ne? Da geht's los. Also in der Pack bauen, ihr wollt nicht, dass die Pack geflankt wird. Da müsst ihr einfach zwei Rifle bei der Pack halten, am besten mit einer Sticky. Und dann passiert da eigentlich auch nichts. Ja? Also das Amon Kha nimmt schon gut Schaden. Wenn es einen Motorschaden hat, kannst du direkt nach Hause gehen. Genau. Dann für den M8. Für den M8 ist es so, wenn ich zum Beispiel einen M8 habe und ich setze ihn hier unten ein und dann kriege ich hier einen Kettenbrecherschuss drauf, dann könnt ihr den M8 abschreiben. Ja? Den könnt ihr das Amon Kha nicht mehr wegholen. So, aber hier das gleiche Spiel, wenn der M8, sagen wir, hier oben spielt in dieser Bereich, kriegt hier einen Kettenbrecher dran und ihr könnt dann sagen, wenn die nächste grüne Deckung gehen und das AT-HT eben von hier verjagen oder so, dann passiert halt nichts. Also ein AT-HT braucht unendlich lange, um einen M8 zu töten. Ja, keine Ahnung, 8 Treffer oder so. Und ihr müsst es halt nur mit dem Rifle einfach wegschieben von dem Ding, bis der Motor wieder repariert ist, durch ein Pio oder so. Oder ihr habt einen zweiten M8, dann kann ein AT-HT gar nichts machen und der zweite M8 ist dann massakert. Ja, ihr habt dann mehr Feuerkraft mit. Er muss ja auf Long Range geben, im AT-HT, um irgendeine Chance überhaupt gegen einen zu haben. Oder ihr habt dann später halt eine Pack, ne, die um den M8 agiert, dann geht das ebenfalls. Also von daher ist das relativ einfach, alles zu kontern, wenn man das einmal weiß. Und dann kommt natürlich, wenn ihr die Pack habt, dann kommt dann die Mutter Half-Track, dann geht das Spielchen weiter. Und 4 Mann-Squads, die wurden nochmal erwähnt, dass sie recht stark sein könnten. Tatsächlich gibt es, glaube ich, keinen PEler, der competitive auf hohem Niveau spielt, der 4 Mann-Squad spielt. Ich weiß, ich habe das jetzt in meinen Live-Spielen gesehen, das liegt daran, dass ich ein Noob bin. Ja? Und dann haben die, okay, auch Hardcore gewonnen, aber das spielt, glaube ich, kein PEler, der was auf seinen Namen hält. Ja? Also über das Thema brauchen wir, glaube ich, nicht reden. So. Genau, bei solchen Fights ist es immer gut, wenn man auf Short Range rangeht, ne? Da hat man bessere Werte. Dann kann man den verjagen. Jetzt hat er hier eh das Infanterie Half-Track, das heißt, er kann ihn reinforcen. Ne? Da hat man den Kampf im Prinzip schon verloren. Den zweiten Rifle, das kann gehen, der hat nur ein Rennen drin. Ist ein bisschen schwierig, weil er schon Lowlife ist, würde ich sagen, verliert das wahrscheinlich. Also, das Ding ist ja auch nicht unbesiegbar.
Genau. Wenn er jetzt übrigens so rausfährt, weil er nicht weiß, wie der Rückwärtsgang funktioniert, von wegen Pro, er kann, mag ja die Nummer 8 der Ladder sein, aber meine Herren, dann hinterherlaufen, um den eine mitzugeben. Klar, er hat ein bisschen wenig Lebenspunkte. Schönes Mikro. So, ansonsten, da oben wurde gekappt. Ist sehr ärgerlich auf dieser Map, sehr schöner Decap da, weil die das Kettending ist halt sehr, ne, störend. Weil das kann halt aufgrund der Geschwindigkeit sehr oft sowas hier machen. Ich persönlich würde gegen PE immer einen Jeep spielen, wenn man das Micro hat. Immer. Ist das Allerstärkste. Und auf der Map, je größer die ist sowieso, damit man das Ding halt über die Map jagen kann. Also ich glaube, ohne Jeep ist das einfach sehr, sehr schmerzhaft. Ganz kurz, wenn der Infanterie Halftrack spielt, heißt das, dass sein Armored Car massiv verzögert ist, wenn es überhaupt kommt. Entsprechend kann man dann noch ein bisschen anders spielen. Ja, aber meine Empfehlung wäre, wenn man gegen Panzerelite spielt, immer den Jeep holen. Ihr spielt ja sowieso immer T3, das andere kommt ja gar nicht in Frage. Das heißt, ihr macht dann eben, ne, Jeep, drei Rifles, in welcher Reihenfolge auch immer. Also ich würde wahrscheinlich Jeep, drei Rifles oder Rifle, Jeep und dann der Rest Rifles. Ne? Also gegen Panzerelite würde ich auf jeden Fall den Jeep holen. Da ist das Allerstärkste, mit Abstand das Allerstärkste. Nicht nur um das Ketten zu jagen, sondern auch um die Grenzschüsse abzufangen, die zur Deckung zu pushen, weil die eigentlich nur zur Deckung spielen können, die Grenzen. Ne? Ihr könnt sogar mit mehreren Jeeps könnt ihr Armored Cars kaputt machen. Also drei, vier Jeeps, die zerreißen in Armored Car, würde ich aber nicht empfehlen, weil das kein Spiel ist, was langfristig funktioniert. Also in dem Spiel auf jeden Fall würde ich sagen, sieht man das zu viele Rifles. Kommt jetzt der vierte Rifle. Und damit verliert man sehr viel Manpower über Zeit. Also ich hätte definitiv den frühen Jeep gespielt, ganz, ganz stark gegen PE. Dass ich ja jetzt eine große Lücke in dem Spiel. Obwohl das Infanterie Halftrack auch eine komische Sache hier ist, muss man sagen. Ich nehme mal an, der wird da mit Panzerfäusten spielen wollen. Ich hätte das extra den Frog an, um auch ein bisschen mitzuraten. Wir haben schon mal ein Spiel von dieser Hummel gemacht, ne? Ich war, glaube ich, nicht zufrieden. Aber ich bin auch mit kaum was zufrieden. Das ist halt einfach diese, ne, fast über 10 Jahre Spiele angeguckt. Der braucht schon ein bisschen viel, um mich glücklich zu machen. Keine Ahnung, was der da jetzt treibt in dem Haus. Das ist so ein Ding, das macht mich zum Beispiel wieder unzufrieden, sowas, ja? Das ist ein sinnloser Puck gewesen, ja? Absolut sinnlos. Er hat die drei Rifles ja gesehen, als er da eingestiegen ist. Ich weiß nicht, warum jemand so spielt. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Und jetzt zu einem Zeitpunkt, wo man das Dickie erwarten kann, fährt er mit seinem Ding da quer durch. Ja. Ich tu mir mal einen Gefallen, das macht da wirklich null Sinn. Und wenn er gegen mich gespielt hätte, ich hätte schon längst Minen mit denen gelegt, weil ich die Fahrzeuge erwarte. Und dann wäre er auch tot gewesen. Also keine Ahnung, und wenn er jetzt einen Motorschaden bekommen auf dieser Fahrt, wäre er ebenfalls tot gewesen. Also, diese Hubbel, ne? Ja, ich habe schon mal ein Spiel von dem gesehen. Der macht mich überhaupt nicht glücklich mit seinem Gameplay. Null und nada und gar nicht. Ja, mit dem Fight muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Die haben gelbe Deckung, die haben grüne Deckung, die Reinforcen, die haben G43 und die sind das Kanonenfutter, ja. So gibt man Momentum ab. Also das hat man ja relativ früh gesehen, dass der Fight so weit zieht sich zwar zurück, aber viel zu spät. Da muss man viel, viel schneller reagieren. Also so wie die jetzt aussehen, die Rifles, funktionieren nur noch, wenn die einen Heal haben und verzögert natürlich auch den Tag. Aber ohne Heal sind die jetzt nur noch XP-Lieferant für den PE-Lau in dem Zustand. Ich persönlich hätte jetzt Infanterie-Doktrin wahrscheinlich ausgegeben und Minen gelegt, aber es geht sich auch anders. In jedem Fall brauchen die einen Heal. Also in dem Zustand brauchen die gar nicht aufs Armored Car warten. Ne? Das könnt ihr völlig vergessen. Also das ist wirklich nur Kanonenfutter. Aber wenn er keinen Heal hat, kann er natürlich auch nicht nach Hause gehen. Ja, jetzt hat er den T3 fertig, aber ne, kein Treibstoff. 280 und 30 kostet das, glaube ich. Nicht wie ein Forsen! Macht auch nicht, okay. Ich dachte, ich hätte einen Ticken sehen. Sag mal, da sind doch angeblich drei Mann da hinten. Verstecken sich. Ich hoffe, das wird nicht zu brutal, das Spiel. Ich habe immer noch einen leicht heiseren Hals. Ich musste heute ein bisschen viel schreien oder lauter reden. Und kam Kratzen im Hals. Also spielt bitte human, Jungs. Naja, also macht das aber schön, ne? Reinforce jetzt nicht, weil der hatte ja den Tech gebaut und der hat immer Priorität vor dem Reinforcen. Wenn der Reinforce ist, macht der gar nichts, während das Ding natürlich spielentscheidend sein kann. Und da ist das genau richtig von der Reihenfolge. Aha. Bam, bam, bam. Öffnung im Haus. Nicht ganz sicher, was er da treibt mit dem Armored Car. Da gibt es sicher bessere Ziele. Das war zum Beispiel. Ich verstehe den Mann nicht. Ach, muss doch nicht schreien. Wie kann der auf Sticky-Reichweite jedes Mal ranfahren? Zwei Sticky sind ein Fuck für das Ding. Also ich hätte zum Beispiel in der Situation wahrscheinlich auch schon lange, also nicht vier Rifle-Spiele hätte ich mit Sticky gespielt, ohne jede Frage, kostet 25 Treibstoff. Also, ne, also der fährt an jeder Sticky vorbei, das ist so absoluter Wahnsinn, zumal die auch kritten können, ja, also eine Sticky kann den kritten und töten zum Beispiel, und das gilt für das andere auch, und zwei Sticky sind ein sicherer Kill.
Also ich verstehe beim besten Willen nicht, was das für ein PEler ist. Aber ich habe glaube ich schon mal darüber aufgeregt, dass er die Nummer 8 der Ladder ist. Ich sage nicht, dass er scheiße spielt, ich sage nur, dass das unnötige Fehler sind. Ja, wieder so eine Sache, da kann man aus dem Haus jetzt rausgehen, ne? Da muss man sich jetzt nicht beschießen lassen, weil das ist schon eine Menge Firepower jetzt zu dritt. Man denkt immer, dass das Shared Experience ist. Wenn der einen Kill macht, kriegen die beiden auch noch XP. Und von daher, wenn die da Knubbel stehen, kriegen die halt mehr XP, als wenn da einer steht. Und von daher will man da sich nicht beschießen lassen. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen hier, ne? Ich meine, da kann man noch zurückfahren langsam, mit selbst dem Motorschaden. Also es geht wahrscheinlich. Aber der muss da immer noch nicht im... Also ich weiß nicht, warum der da im Haus wartet, bis er alle tot ist. Wie gesagt, die kriegen Shared Experience. Das ist keine gute Idee. Genau. Bei sowas halt, also hier geht es jetzt nicht, weil er kein Leben mehr hat, aber ne, wenn die mit Heal vollem Lebenszustand in der grünen Deckung gestanden hätten, können die so eine Position halten. So, weiß ich nicht. Ich würde es nicht riskieren. Das ist die Party. Panzerschreck. Also wenn der Panzerschreck geht und mit Infanterie-Hardtrack in dieser Reihenfolge spielt, würde ich vermuten, dass er 4-Mann-Squads geht. Und dann würde ich bei sowas wahrscheinlich Airborne gehen. Infanterie-Doktrin geht trotzdem, weil die Ranger sehr gut gegen diese leichten Fahrzeuge sind. Ja, Ranger ist tatsächlich so. Das geht auf jeden Fall auch zur Not. Schöne Reparatur, reagiert da sehr schnell. Ist ja sein wichtigster Tag, den er auch im Einsatz hält. Das ist immer ganz wunderbar. Ist ja einer der größten Fehler, den ich überhaupt sehe bei Leuten, die vor allem Panzer spielen. Willst du hin? Wir sind natürlich outnumbered jetzt hier. Also der muss warten, bis die Kampfkraft kommt. Also so einen Fight würde ich jetzt nur noch führen, wenn die Pack dabei ist, ne? Damit die da hinten noch gefinisht werden. Was soll ich denn sagen? Genau, also aus irgendeinem Grund versucht er halt immer die Deckung auszuweichen. Also ne, der ohne Deckung ist halt stabiler. Das macht schon einen Unterschied, ob er Deckung hat oder nicht. Ah, das sind so viele Panzerschrecks. Also der kann halt für ihn forcen, der steht in Sicherheit, der kann jederzeit rausfahren, hebt keine Wette aus und fährt nicht raus, aber er klickt auch nicht drauf, ob ihm mit rechts klickt, mit einem One-Shot. Ist auch egal. Also, genau. Ich weiß nicht, warum der da gestanden hat, ne? Also wenn das die Nummer 8 der Ladder ist, ist ja wirklich so. Also ich meine, ich hab's ja schon mal gesehen, ich hab's jetzt auch nicht geglaubt. Aber es ist halt Käse. Meine Fresse, Mann, warum ist der gestorben da? Er hätte nur rückwärts fahren müssen. Headquarter mit Heal war das gerade. Also mich ein bisschen stört, dass keine Pack kommt, ne? Also er spielt den T3 jetzt einfach zu wenig aus. Er hat den einen M8, das ist sicher wunderbar. Aber hier auch die Pack bauen, weil die normal, also dass der AC, dass das AC da gestorben ist, das nur dem Spieler geschuldet, weil der wirklich, ja, ich weiß halt nicht, ne? Also das war Long Range AC, der jederzeit rausfahren können. Jederzeit! Ich weiß nicht, wie er da sterben konnte. An einem Rifle-Treffer war das auch noch, glaube ich. Ein absolutes Rätsel. Also in der normalen Welt braucht er für so einen Kill, braucht er eine Pack. Wenn man auf jeden Fall so Hardcore-Infanterie hier spielt, sind ja 4 Infanteristen, die er hat. Ist ja schon gefuckt worden, der eine. Ja, ein Rifle wurde gefuckt. Dann ist es wahrscheinlich nicht mehr so relevant, aber irgendwann auch die Bar. Ich persönlich würde hier vielleicht auch überlegen, einen Sniper zu holen, einfach als Backtech jetzt. Bar. Für 3 Rifle lohnt sich das natürlich nicht. Also ich hätte das Geld jetzt einfach genommen und mir einen Sniper organisiert an seiner Stelle. Der hat ja gesagt, der PEler mit dem Headquarter, dass er sich da einbuddeln will. Und mit dem Panzerschreck sagt er, dass er infanterielastig spielen will. Und das ist ja für mich alles... also er kann jetzt nicht mit den Rifle mit Bar und jetzt recht nicht mit 3 Rifeln versuchen, den frontal mit dem Heal und was nicht alles da rauszuholen. Das kann er vergessen. Das wird zu teuer. Also da ist der Sniper die bessere Wahl. Mortar Hardtrack gegen die Pack, die nie kam. Also es wird halt, das funktioniert halt nicht, ne? Er hat weniger Feuerkraft, aber will jetzt diese befestigte Stellung angreifen. Die Grundregel ist, wenn eine befestigte Stellung angreift, müsst ihr mehr Feuerkraft haben. Weißt du, wo er, ich weiß nicht, ob ihr eigentlich nochmal an das Klausurenspiel erinnert, wo der gespielt hatte. Er hat auch eine befestigte Stellung angegriffen und deshalb das Spiel verloren. Also befestigte Stellung muss man überlaufen mit einer größeren Kampfkraft. Jesus, der ist schon wieder reingefahren. Ich mach mich so fertig mit seinem Gameplay. Wie gesagt, also die Bar, da würde ich jetzt nicht zu viel von hoffen, ne? Und hier dann eben auch wieder die Pack gefehlt, die dann eben alles one-shottet. Aber ich weiß nicht, wo man ein Headquarter da hat. Jetzt kommt endlich mal die Sticky und bam bam. Wegen dem Defense wird er nicht getötet, das ist vielleicht ein Puck. Okay, das ist mal ein Glück. Also ich weiß nicht, warum der das so gespielt hat, wie er es gespielt hat, der PEler. Für mich macht das ehrlich gesagt keinen Sinn, ein Headquarter mit Heal zu bauen, wenn man einen Infanterie-Hardtrack hat, wenn man ja auch reinforced. Das wird er dann trotzdem überfahren. Hat sich halt mehrere Stickies gefangen, muss man sagen. Ne? Der PEler macht mich fertig mit seinem Gameplay.
Also wie gesagt, das Problem bei Peela war jetzt bei diesem Fight auch gewesen, er hatte halt jetzt hauptsächlich Panzer-Schrecks gehabt, das Armut Kars eben umsonst gestorben, das war seine Anti-Infanterie und er hat halt Geld für den Heal und vor allem für das Headquarter ausgegeben, ne? Und auch kein Ketten gehabt, zwischendurch gehabt, auch das ist er recht, glaube ich, unterwegs. Und dann hat er eben Mortar ausgegeben und weil er keine Anti-Infanterie hatte, konnte er den nicht beschützen, den Mortar. Und deswegen hat das so ein bisschen gemassakert, das Ganze. Nummer 8, der Ledder. Klausurensohn, falls du das hörst, kannst du mal brutale Hummel herausfordern und ihm zeigen, wie gut die Nummer 8 der Ledder ist? Bitte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Klausurensohn den auch mit der Trollstrategie abservieren würde. Ich will dem Mann ja nichts, ne? Aber ich werde halt einfach fertig, wenn das halt die Top 10 ist. So, weiter geht's. Hat auf jeden Fall dann schön geklappt, der Angriff. Wahrscheinlich auch, weil zwei Flammenwerfer noch dabei waren. Aber wie gesagt, ne, das Armored Car eben nicht gestorben. Und hätte er nicht vollständig auf Frontlinie verzichtet. Also seine Frontlinie waren im Grunde genommen 2 G43. Der Rest war alles Support. Dann wäre das im Massaker geendet, das Ganze. Ziki. Sticky. Sticky mal auf Schrottki haben, sehr schön. Na, ich hasse der S. Ganz wichtig bei Sticky, weil da kommst du mal, wenn er vorbeifährt, auf Sekunden an. Wunderbar. Hat er wahrscheinlich auch einen Schrottki gehabt. Wunderbar. Aber sieht doch eigentlich ganz gut aus. Armut K war kein Problem, obwohl das auch mehr am PEler lag. ATHT war, glaube ich, auch kein Problem. Hier keins gesehen, ne? Das war, glaube ich, alles sehr human. Der M8 ist, glaube ich, an den Panzerschrecks gestorben. Da muss man sagen, war der ATHT halt immer, dass er der M8 nicht gut gesteuert. Also man kann die Panzerschrecks dodgen, wenn man, ne, die schön auf Distanz hält und den Winkel halt bestimmt vom Wind, ne, wie ist ja ein Haus, kann man hinterfahren und so. Also die kann man gut ausweichen. Bei der Kirche muss man wissen, da gibt es eine Ecke, wo keiner rausschießen kann. Ich vergesse mal, welche Seite das ist. Ich glaube, hier kann keiner rausschießen oder in der Ecke, bin mir nicht ganz sicher. Und da kann man den M8 dann hinstellen, wenn er in die Kirche geht, dann schießt er halt nicht raus. Aber frag mich nicht, welche Seite das ist. Hat sich neues Armut K gegönnt. So wie er spielt, ist das ein Fehler. Aber lassen wir das. Genau, und sowas darf man jetzt nicht machen, ne? Also Armored Car wird jetzt alle Angriffe bestrafen. Hast du wieder eine Sticky gefangen? Junge! Das ist da nicht so schwer, den Dreifels nicht auf Tuchfühlung zu gehen. Das ist ein Mortar, kein Panzer, du kannst ihn nicht überfahren. Jetzt fährt er da schon wieder rein. Jesus! Was machst du denn, wenn du so einen Sticky kriegst? Der sollte sich umbenennen in ich fang die Sticky. So ein bisschen outgunned hier vorne, die Jungs. Das wird, glaube ich, sehr teuer. Da kann man vielleicht noch gucken, das wäre nice. Aber der Flammenwerfer, ne? Also wenn er mit dem Armut links hinterher, genau, ein Fuck, zwei Fuck. Kein Fuck. Das war natürlich jetzt scheiße, ne? Ich persönlich würde übrigens, also ich weiß, dass alle das so spielen mit dem M8 und ich sage auch nicht, dass das falsch ist. Ich persönlich sage nur, dass ich Pucks vorziehe. Die Pucks töten, der M8 verjagt. Ja, ich bin eher auf der Killerschiene. Naja, das ist zu teuer, da zu kappen unter Feuer. Würde ich nicht machen. Ihr riskiert halt einen Puck dann dafür, ne? Und wenn der halt ausgeschaltet ist, dann kann der Rest der Armee, wenn er gleich wieder frisch reinkommt, nicht kämpfen. Ja, da wäre ich sehr vorsichtig, wenn ich da runterfahre. Also das ist jetzt so ein Gelände da, wenn er da jetzt gleich den Kettenbrecher kriegt, ne, dann kann er ihn, glaube ich, nicht gut beschützen. Die stehen halt komplett exponiert, ne, an der gegnerischen Base. Und der Gegner hat einen Heal, hat Sicht, hat Reinforcement. Da würde ich nicht fighten. Und sie sind noch Unterzahl, ne? Also das ist wirklich alles, was gegen den Fight spricht an der Stelle. Ja, also direkt in die Base Heal, ne? Den Gegner muss man nicht die XP geben. Granaten. Halte ich für sehr ineffektiv gegen sowas. Das sind ja keine großen Blobs. Also da mit der Granate zu treffen, da muss der Hummelkamerad schon schwer AFK gehen. Vier Mann-Squads hat er jetzt. Ich weiß auch noch nicht von der Doktrin. Das kann ja nur Tank-Doc eigentlich werden, ne? Aber wenn er jetzt Inf-Doc wäre, dann hat er ja im Prinzip schon die 105. Also da fehlt noch diese Punktanzahl. Wenn er die freischaltet, wird die automatisch freigeschaltet. Das heißt, wenn er jetzt Tank-Doc geht, kann er eine 105 hochziehen. Und da sind vier Mannsquads in der Mitte, die campen. Ja, das wäre der absolute Traum. Kostet ein bisschen mehr Treibstoff, den hat er jetzt nicht. Aber wenn er die Granate verzichtet hätte, wäre er kurz davor. Also das wäre jetzt mit Sicherheit der bessere Call gewesen.
Also eine Wohnung 5 in der Base hätte er jetzt locker bauen können. Also mal gucken, wenn er das jetzt ausgibt für Doktrin, dann springt das voll, weil die, glaube ich, preiswerter werden. Und dann sind das 5 Punkte und 5 ist genau 105. Und der Blob, der noch mittig ist, den kann man gar nicht daneben schießen mit der 105, ne? Granate dagegen wird, glaube ich, super schwierig. Ich vermute, er will Tank Dock gehen. Nicht sicher. Schöner Versuch hier vorne. Gut, ist immer ein bisschen gefährlich da. Genau. Ich vermute, das war eine Tellermine. Und der ist Tank Dock gegangen. Also ich wüsste sonst nicht, wie der jetzt gewonshottet wurde. Ich habe da nichts fliegen sehen. Sandgranaten, okay. Das ist kein Fight, der gut läuft ohne Leben. Also vier Mann-Squads, die haben Reinforcement, die haben Heal, die haben Arcane, Backline, die haben einen Mortar Halfback. Das ist ein Riesenmassaker. Ist zu riskant. Wie gesagt, die Option der 105 war vorhanden. Der kann natürlich also alleine auch nichts machen, ne? Der kann direkt nach Hause gehen. Das bringt nichts. Und vor allem, wie gesagt, die heilen sich und reinforcen vor Ort. Das könnt ihr nicht angreifen mit Unterzahl. Es geht nicht. Wow, 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 wow! Ist Airborne gegangen. Das ist natürlich maximal falsch. Also wenn ihr Airborne geht, geht das ganz früh. Und dann auch nur, wenn ihr Mund habt. Und naja, also im Late Game, das ist ja schon Late Game Phase, jetzt angefangen, geht er niemals Airborne. Klar, der hat das jetzt gemacht als Reaktion auf die vier Mann-Squads. Aber dafür lohnt sich es einfach nicht, ne? Also nur für den Strafing Run. Also mit der 105 hätte es ja auch bekommen und er kann den Strafing Run ohne Muni sowieso nicht einsetzen. Und also die Frage, ob man den Strafing Run jetzt freischaltet oder die 105, also recht, wenn man die 105 direkt einsetzen kann, den Strafing Run gar nicht. Die ist sehr deutlich 105-lastig, die Antwort. Sehr, sehr deutlich. Das war auf jeden Fall. Also das ist die Grundregel für jedes Spiel, egal wie die Spielsituation ist. Airborne schaltet ihr nur frei, wenn ihr jetzt ultra früh freischaltet. Ja, ich würde fast sagen, nach Minute 5 schaltet das keiner mehr frei. Ne, der hätte hinterherlaufen können übrigens mit dem ganzen Blob. Also drei hätten da vielleicht einen Motorschaden geschafft und ihn dann gefinisht. In dem Zustand hätte ich es versucht. Also drei mit Bars, die machen schon eine Menge Schaden. Ja, hätte es das Dings gemacht. Aber ich glaube, er hat sich mit der Airborne jetzt das Spiel verloren. Ich sehe eigentlich mit Airborne-Doktrin im Late Game, wenn man es da freischaltet, null Perspektive. Das geht um einen einzigen Strafing Run wahrscheinlich, wenn man den gut platziert, aber ich sehe es einfach nicht, dass das irgendeinen großen. Also klar, ihr tötet da mal die Grenze, wenn die sich blobben, und danach blobben die sich halt nie wieder, wenn er ein bisschen Grips hat. Ne? Also er hat zum Beispiel die G43 schießen und hinten das Sturmgewehr läuft alleine nach vorne und die Panzer schräg stehen irgendwo, bis ein Fahrzeug kommt. Also wenn das richtig steuert, wird er mit dem Strafing Run niemals mehr als zwei Squads erwischen. Was war das jetzt hier von dem G43? Also wirklich die Granate hingeschmissen und gehofft, dass das funktioniert. Are you kidding me? Hast du gedacht, der bleibt da jetzt stehen, oder wann? Schön laufen. Und bei dem lohnt sich immer entgegenlaufen, weil der zu weit nach vorne fährt, um die Sticky zu schmeißen. Schön mitgelaufen auf jeden Fall. Genau, also den vielleicht nach Hause bringen, die in der grünen Deckung stehen lassen. Und wenn die jetzt kommen, direkt nach Hause gehen. Jetzt kommt der Strafing Run. Hier keine Munden. Ja, die 105, ne? Aber direkt nach Hause gehen, keine Chance dagegen. Eine Granate versucht. Ich weiß, dass es immer sehr verlockend ist, aber gegen gute Spieler klappt das eigentlich fast nie. Gerade noch der erste Granate, er hat jetzt gesehen, wird es nie wieder klappen. Ihr müsst doch sofort weg, ne? Also Sturmgewehr, das macht keine halben Sachen mit so einem Rifle. Das kann durchaus ein schweres Massaker hier geben. Jetzt läuft er halt schön mit. Sehr, sehr riskantes Gameplay. Ja, und es gibt den Fug, der Pech hat. Viel, viel früher zurückziehen. Ja, Airborne-Doktrin, auf jeden Fall ultra übel. Also er kann ja nichts machen außer dem Strafing Run, ja? Den Airborne Ranger ziehen macht null Sinn und alle anderen Fähigkeiten auch. Also es gibt nichts, was er da machen kann. Er kann vielleicht die Ressourcen her abwerfen, den Nachschub. Fände ich jetzt auch nicht so super OP und ansonsten nur Strafing Run, ne? Das ist jetzt leider wirklich Schachmatt an der Stelle, wegen der Doktrinwahl. Und es hat sich eigentlich bis dahin noch ganz gut ausgesehen, weil der halt auf Frontline verzichtet hat und keine Ahnung hat, wie man seine Fahrzeuge rückwärts fährt anscheinend. Aber ne? Ansonsten wäre das, glaube ich, wäre da ein Sieg drin gewesen. Also das, wie gesagt, jetzt ne, statt diesen Käse die 105 freigeschaltet und da unten halt sich früher zurückziehen oder sowas, dann wäre es, glaube ich, tatsächlich für Hummel Ende gewesen. Ja, die laufen jetzt nach vorne, aber die laufen jetzt immer in den Dings rein. Ins Armored Car, wenn er das ein bisschen steuert. Nimmt die Pack auch sehr schön mit.
Ja, hatte leider auch keine Option, auf der Straße eine Mine zu legen für Motorschaden und so. Also Infanterie-Doktrin wäre so unendlich viel stärker gewesen. Panzerdoktrin hätte vielleicht funktioniert mit der gleichen Pershing-Freischalt. Es geht ja ohne Treibstoff. Das wäre auch nochmal, ne? Kolaibi, Pershing wäre eine Option gewesen. Airborne war keine Option. Ja, 10 Munden Einkommen. Da wird nichts mehr passieren. Er spielt ja eine OP, aber das heißt ja nur, dass er jetzt Geld ausgibt, um Einkommen zu haben, was nicht annähernd das ist, was der PEler hat. Genau, ne, wäre da eben, hätte ich das, ne, eine Mine. Bam, Motorschaden, hätte den Rifle den gefinisht und wettbekommen. Genau, der fährt jeden Minenspot ab. Junge, das stimmt mit dir nicht. Wie kann der jeden Minenspot abfahren? Ist ja Wahnsinn. Also, jeder legt normalerweise irgendwie hier auf diesen Kanten Minen hin, ja? Jeder macht das eigentlich so. Hat er jetzt nicht gemacht, okay, aber in jedem Spiel wird das normalerweise gelegt auf dem Niveau. Ja, das OP, glaube ich, mehr Verzweiflung ist als andere. Da wird jetzt schwierig, die Pack zu beschützen. Sehr, sehr schwer wird das. Ja, die haben mir über die ganze Zeit zusammengehauen. Hupala. Kannst du nur mal betonen, ne? Mono-5 wäre die Antwort gewesen. Genau, als er hier wieder vorbeigefahren ist, hätte man wieder eine Sticky werfen können. Wieso hasst der eigentlich sein Leben so sehr, der PLer? Ich verstehe das nicht. Naja, und den Block kriegt man nicht tot. Das ist der Strafing Run. Ja, was hat er getötet? Zwei Mann. Der Rest wurde von den Rifles getötet. Und dann gepinnt. Und er hat ihn nicht ordentlich erwischt, offensichtlich. Ich glaube, er hat nur zwei Mann erwischt von dem Block. Also er hat den Strafing Run leider zu spät und nicht ganz gerade auf die Rückendeckung gelegt. Sonst hätte er wirklich ein kleines Massaker veranstalten können. Schöne Granate. Die Granate hat mehr getötet als der gesamte Strafing Run. Der Manpower da über. Ja, also meine Empfehlung wäre, Finger weg von der Airborne-Doktrin. Das gilt für 100% der Spiele. Also, selbst wenn ihr sagt, er macht 4-Mann-Squads, ne? Ja, Tank Dog, ne? Also die Tellermine. Also selbst wenn ihr sagt, wenn ihr die Pack zurückholt, die explodiert in Tellermine und dann explodiert der Trupp komplett und vollständig. Fieser Trick. Also wenn ihr sagt, der Gegner hat 4-Mann-Squads und ihr wollt was dagegen haben, ja bei den Göttern, spielt einfach die dreckige Artillerie. Die tötet auch 4-Mann-Squads und den Scheiß direkt mit. Ne? Also da braucht ihr keinen Strafing Run. Wie das normalerweise gespielt wird, ist, wenn der Gegner halt einen Blob spielt von 4-5 Krenz im Early Game und ihm im Early Game die Artillerie, die Strafing Run freischaltet, mit dem Early Game halt gar nicht kommt, um sein Midgame zu entwickeln. Ne? So spielen das die Top-Spieler normalerweise dagegen. Aber keiner wird das im Late Game freischalten, niemals. Er hat, glaube ich, Rennen freigeschaltet, wie man im gelben Zeug, weil er ist All-in-Infanterie gegangen. Also wenn die rennen, heißt das, dass die alle Upgrades haben, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Also Kappen, Reparieren, den ganzen Scheiß. Was nochmal für Sniper oder Mono-5 spricht an der Stelle. Ne, weil er besonders viel Value dann kaputt macht. Also er geht ja nicht auf Panther, so, der bleibt halt auf dem Scheiß dran. Shin, guckt euch mal diesen Blob an, ist das nicht ein Traumziel für die Mono-5? Ja, gut, ist jetzt vorbei, also genau. Ja, ich sehe halt leider nicht mehr, was er machen kann, der Amerikaner. Die Doktrin hat ihn halt rausgenommen, ne? Also er kann jetzt die ganze Zeit Nachschub abwerfen, damit er halt Manpower gegen Mund tauscht für den Strafing Run. Aber sehr viel mehr ist er nicht drin. Also das ist leider. Na, er bräuchte jetzt einen T4, damit er spielen könnte zum Beispiel. Die einzige Option, die man so an der Stelle noch hat, der hat auch kein Manpower-Einkommen, wäre jetzt Sniper zu bauen und zu hoffen, dass wenn der Blob kommt, dass man ihn mit Granaten oder Strafing Run halt abhalten kann, den Sniper wegzuholen. Aber der Mortar Half-Life verhindert das, die Anzahl der Einheiten verhindert das. Also es ist eigentlich, wie gesagt, ich denke, dass es Schachmatt ist, seit er die Erbung geholt hat. Wird geschraubt. Njum und Full Life. Die Airborne Packs übrigens gut, wenn ihr die abwerft. Da könnt ihr reinforcen im Feld. Kostet ein bisschen mehr als die normale Pack. Aber dafür kann man eben reinforcen. Und es sind, glaube ich, auch wirklich Airborns dran, so dass die mehr Lebenspunkte haben. Ja, jetzt hinterherlaufen, um Sicht zu schaffen für die Pack, ne? Ran, 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 damit die Pack schießen kann. Genau, aber da kommt jetzt der Blob, ne? Wer soll ihn aufhalten?
der den Thrashing Run hätte. Das sind ja zwei Blobs gewesen. Der einen halt halb ausgeschaltet und gepinnt. Und der Rest hat trotzdem alles vernichtet. Also. Ja, der hat einfach nicht mehr die Kampfkraft. Das ist schon lange vorbei. Das schreibt wieder noch Sticky. Genau. Der wird zwei schmeißt die weiter. Das heißt, er hat eigentlich eine Chance auf den Kill gehabt. Das Mädchen gemassakert. Ja, der hat zwei Wettstufen. Dann kann man mal auch Pech haben, was geklappt. Das ist ein Puck. Ja, Puck. Und damit ist die ganze Sache vorbei. Genau. Also was eigentlich, ne? Das ist im Grunde genommen ganz simpel. Das Spiel wurde verloren durch die Erbendoktrin. Jetzt muss man auch sagen, dass der PEler viel zu früh Tankdock gewählt hat. Also hätte die 105 gebaut, hätte den halt kaputt machen können, ne? Weil keine Hummel zurückschießen kann. Die Base kann man ja verteidigen, ist ja kein Problem. Also die Tankdog, die er so früh gepickt hatte, PEler, die hat eben gegen die 105 das Spiel verloren, mit absoluter Sicherheit. Genau, und das war die Geschichte. Ja, das waren eigentlich all die ganzen Punkte. Also, lief ja gar nicht so schlecht. Also meine Prognose wäre, andere Doktrinen hätte ihn besiegt. Tankdog hätte auch noch geklappt zur Not, ne? Aber es hätte halt, erst später wäre es aktiviert worden und ohne Moon hätte ich es auch nicht freigeschaltet. Also Infinite Doktrin wäre auf jeden Fall die absolut stärkste Wahl gewesen. Jo, das war's. Ich hoffe, es konnte ein bisschen helfen und damit wäre ich weg für heute. Ciao, ciao.